Hallo Leute und willkommen zu einer Folge Minecraft. Nein, die ist Homesphere. An die Arbeit und amazing Autoleben. Unsere Delicious Toast macht hier gerade ein bisschen, ja, so heißt die echt, für alle Neuen, macht hier gerade Rührei. Delicious Toast. Und er macht sich jetzt keinen Gartensalat. Wer ist denn das? Markus Kreuz. Hä? Ach, das war der Einsiedler, den ich zu uns geholt habe. So, jetzt kommen wir zu... Nein! Digga, hör auf, ein Müsli zu essen. Das ist inakzeptabel. Was ist das überhaupt? Was ist das? Cerealien. Lecker. Schauen wir den beiden mal zu, was die so reden. Vielleicht sollten die sich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Ah, Vula Shaka Teeps. Oh, Prita. Segluna. Boston X. Thelma. Ah. Ah. Ich liebe es, wenn er nichts nimmt und nur so tut, wenn er isst. Um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Man ganz im Ernst, das Essen ist doch furchtbar platt. Schau mal. Bisschen platter Toast, würde ich sagen. Ich glaube, das gefällt den beiden irgendwie. Wenn die eine so einen komischen Strahl aus ihrem Gehirn auf den seinen Schädel wirft. Oder Gehirn, was auch immer. Sind die jetzt eigentlich schon Freunde? Ja. Ein bisschen würde ich noch machen, dann würde ich es einmal mit einem Flirt probieren von ihr. Sie will es nämlich ganz, ganz wild haben. Noch Tag fragen. Moment mal, kann sie nicht irgendwie... Weiß sie schon alle Merkmale von Günther? Ja, schon alles. Was war da gerade? Wer bist denn du? Vanessa Niesen? Tosti! Ich kann das nicht. Ich finde das schlimm. Tosti! Mann, ich muss das noch üben. So, na gut. Wir können es ja mal ein einziges Mal probieren. Probier's. Was war's überhaupt? Oh ja, flirten. Es wird schon gehen. Ja. Torkanu. Kithara Gorsoi. Klevite Benu. Fredoi Befala Yadib. Das sieht ja schon mal gut aus. Baina Wexa? Oh, Dizzy Wog. Dimba? Dimba Kamba. Günther ist also Single. Fishy Pando. Komm schon, er kann doch so ein Flirt mit einem Alien nicht ablehnen. With Toonie Charb. Sharky. Go. Da müssen wir gleich mal ordentlich selbstironisch scherzen. Oder er muss selbstironisch scherzen. Oh, Uribal. Juja. Wum. Ah, Fibna. Fina. Finzi Jongi. Ah, Wanu. Hey. Snurzo Gobla. Ah. Sturm Garsha Thark. Thark Dark. Itak. Ich hab keine Ahnung, worum es da geht. Wer ist nur lustig gerade über irgendeine Scheiße lauern? Du bist kein Alien, oder? Nee. Aber. Du bist ein Alien. Was macht ihr jetzt? Glimmu. Larkin Flover? Machen wir mal ein Foto mit den beiden.
Delicious toast! Quar? Shepim Lenji? Jappy? Come on! Passt. So, das hänge ich mir jetzt an die Wand. Tada, finde doch jeder wunderschön. Über Interessen reden, kommt schon, wie sehr mögt ihr euch schon? Ja, das ist doch eigentlich nicht schlecht. Aber irgendwie reicht das noch nicht ganz für Romantik, oder? Ich glaube, das will ich erstmal später machen. Ich glaube, ich probiere es mal mit einem Kompliment über das Aussehen. Jawohl. Aber was so Liebe betrifft, war das jetzt noch kein Plus. Und Flirten, komm schon. Jemanden umarmen. Bringt mir immer nichts. Mann, bist du aber auch schwierig. Musst du wieder mal selbst die Runde scherzen. Komm schon, lass doch mal Günther ran. Wenn wir mal ein bisschen mehr Geld haben, dann macht sie ihren Shop auf. Oh. Komm schon, Junge, ihr seid schon so vertraut. Ist es irgendwie mit einem Patch oder irgendwie mit einem Update schwieriger geworden? Irgendwie jetzt hier eine Freundin oder so eine Schüssel zu kriegen? Also flirten und Komplimente über Aussehen, das kann ich ja schon die ganze Zeit machen, nur das nützt mir irgendwie nichts. Endlich! So, jetzt muss ich nur noch dranbleiben. Ja. Wie? Jawohl, beide sind kokett. Quimble Reginu, Insula Kalang. Hey, Yambo Yalek. Ich hab's geschafft, ich hab's hier in der Angel, yay. Besser gesagt, Günther hat's hier in der Angel. Was? Was hat Lama mit Romantik zu tun? Fuma Kimba. Hey. Delicious und Günther, willkommen bei dir in allerersten Kurs. Ja. Und wenn sie noch ein einziges Mal so lacht, kann ich nicht mehr schlafen. Miau. Halt, stopp, halt, stopp. Das machen wir dann schon gescheit. Okay, du kannst noch mal kurz aufs Klo gehen. Und danach schläfst du mit diesem Alien-Anime-Wesen. Let's get ready to rumble. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Nein, du machst jetzt nichts am Pinguin. Du zockst jetzt mit dem erstmal ein Wesen. Ich weiß nicht, ob es ein Sim oder ein Alien wird. Ja. Ja.
Oh Mann, das sieht so episch aus. Ich mache jetzt so eine Kamerarundfahrt. Okay. Okay, wer von euch beiden muss jetzt den Schwangerschaftstest machen? Vermutlich sie. Anders wäre es auch zu witzig. Naja, Leute, ich würde mal sagen, weiß ich wann, dann lasst ihn dann noch oben da und ciao.